Immer noch nicht? Oh, wo zur Hölle bleibt sie? Ja, frage ich mich auch. Sicher, dass wir nicht schwanger sind? Wie oft denn noch? Wir hatten keinen Sex. Traurig genug. Wofür existiere ich überhaupt? Naja, man hört ja die komischen Dinge. Komm schon, der einzige Kontakt zu einem männlichen Wesen in den letzten Monaten war der Augenkontakt mit dem Supermarktverkäufer. Also, dass wir schwanger sind, ist ausgeschlossen. Ach, ich weiß nicht, aber wir sind eine Woche überfällig. Ich habe trotzdem Schiss, dass wir... Ach, kannst du jetzt vielleicht mal die Backen halten? Hier ist kein Spermium angekommen, okay? Korrekt, das letzte, was hier drin war, war ein Tampon. Vielleicht wurden wir im Schlaf künstlich befruchtet. Sicherlich. Naja, aber irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Ach, ja, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Wäre auf jeden Fall schön, wenn sie jetzt bald mal kommt. Wir sind komplett verwirrt. Ja, also die Stimmung ist echt nicht mehr aus. Zu halten. Oh, mein Ei ist eh schon verfault. Hallöchen. Moment mal. Oh, da ist mein Schläfchen wohl ein bisschen ausgeartet. Na, dann wollen wir mal an die Arbeit. Guten Morgen. Was zieht ihr denn alle für ein Gesicht? Schön, dass du es auch mal einrichten konntest. Ist ja nicht so, dass wir hier seit 6 Tagen auf dich warten. Entschuldigung, wieso hat mich denn niemand geweckt? Haben wir ja versucht. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hatte wohl ein bisschen Ruhe nötig. Du hast hier alles durcheinander gebracht. Wir stehen seit Tagen unter Dauerspannung. Verstehe. Naja, jetzt bin ich ja... Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, auf so eine schlechte Stimmung habe ich überhaupt gar keine Lust. Ich glaube, ich gehe noch mal und komme morgen wieder, okay? Bis dahin könnt ihr euch alle ein bisschen beruhigen oder ein bisschen... Oh nein! Die können mich alle mal. Hallo? Bitte komm zurück, das war doch nicht so gemein. Ich mache hier gar nichts.